Ich weiss nicht, wie es dir so durch den Kopf geht, wenn du in letzter Zeit die Tagesschau schaust oder die Zeitung liest von all diesen Katastrophen, von den Konflikten und den Kriegen. Überkommt die Hoffnungslosigkeit? Ich glaube, dass wir Christen etwas in der Hand haben, wo wir eben genau dieser Hoffnungslosigkeit entgegensetzen können. Und im Kolosser 1,27 lesen wir eine wunderschöne Stelle zu dem Thema Hoffnung. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das heisst, wir haben eine Hoffnung, die viel grösser ist als ich oder das, was ich im Moment drinnen stehe. Die gute Nachricht, die Botschaft, die gilt allen Menschen. Das heisst, sie ist zum Teilen da. Sie ist dafür da, dass wir sie sichtbar machen. Wie kann ich das? Ich kann das nicht. Ich kann nicht selber Hoffnung machen. Aber ich kann das, weil Jesus in mir lebt. Durch ihn bin ich ein Träger von seiner Hoffnung, eine Trägerin von seiner Hoffnung. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Gemeinde Hoffnung ist von der Welt. Wieso? Weil sie aus Hoffnungsträgern und Hoffnungsträgerinnen besteht. Und wenn wir unseren Job als Hoffnungsträger nicht wahrnehmen, wer macht es denn? In unserem Miteinander, im Umgang mit Menschen, mit Situationen, wird die Hoffnung sichtbar. Und die Gemeinde ist dort, wo die Hoffnung sichtbar gemacht wird. Hast du dir schon mal überlegt, was würde passieren, wenn wir das alle würden leben, wenn wir alle unseren Job als Hoffnungsträger würden wahrnehmen? Ich stelle mir vor, es würde eine richtige Hope-Lotion geben. Und das begeistert mich. Ich habe für mich beschlossen, dass ich einfach die Gedanken die hoffnungsvollen Gedanken, zu wissen, dass Jesus nicht eine Gedanke hat, die gefüllt ist mit Hoffnung, dass das die Grundlage soll sein von meinem Handeln, und von meinem Denken und von meinem Reden. Lass dich von dieser Hope Lotion anstecken.